Hallo und ein herzliches Willkommen zurück. Immer noch auf Tour, immer noch mit Emmy. Ja, auf der Gang-Tour. Yay. So. So, komm, steig ein. Wir müssen weiter. Ich komm da nicht rein. Okay. Soll ich fahren? Okay, ich krieg's hin. Wir fahren schon irgendwie komisch. Ne, jetzt geht's. Einfach geradeaus ist okay. Aber wie wär's mit da lang? Wo lang? Da, ein bisschen. Nee, ich will... Oh, guck mal. Inseln? Aber es sind nur Inseln, hä? Ja, das sehe ich von hier. Es sind nur Inseln. Bäh. Oh, ich werde seekrank. Fahr an die Insel, ich fahr gleich. Warum? Ich kann das doch. Ich fahr doch. Wir sitzen im Boot, wir sind nicht nass, alles ist gut. Ich sitze voll auf meine deinem Schoß. Meine Hände sind nass. Ich sitze auf deinem Schoß. Wenn ich nach unten gucke, sehe ich deine Beine und nicht meine. Das ist irgendwie ein bisschen gruselig. Guck mal. Als wären meine Beine abgeschnitten und es ist schon ein wenig gruselig, aber nur ein wenig gruselig. Ich mach meine Hände so ins Wasser. Ja, mach du mal deine Hände ins Wasser. So, kommt da mal irgendwas? Nee. Hallo? Festland. Nö. So, was brauchen wir? Unsere Mission Potsol, ne? Das Ding ist, ich brauche Potsol, um den Misthaufen zu machen am Schweinegehege. Ja, das habe ich mir hier aufgeschrieben. Misthaufen bauen nach Farmen. Nachdem wir farmen, steht da. Auf ihren gelben Zettel. Diesmal hat sie den nicht an ihrem Blog oder an andere Zettel, sondern das macht sie auch ganz oft einfach an ihren PC. Auf meinem Laptop, ja. Guck mal, eine Wüste, Land voraus. Land! Ich muss mich übergeben. Ja, ich muss mich auch übergeben. Hebst du das Boot auf? Ja. Dankeschön. Meine Angst? Darf ich denn auch dann gleich fahren? Ja, du darfst gleich wieder fahren. Guck mal, wir machen mal eine Mutprobe. Wer traut sich hier den Kaktus anzufassen? Ich trau mich nicht. Traust du dich auch da drauf zu setzen? So, mitkommen. Bei sowas bin ich hart. Ja. Ach, ich habe wieder eine Blödsinn im Kopf. Irgendwie schon. So. Boing. Und Glucker, Glucker. So. Bin oben. Hey. Nee. Toll, hier ist nur Sand. Huch. Das war mein Wecker. Hubala. Den hast du vergessen auszuschalten. Den habe ich vergessen auszuschalten. Das, ja, ist nicht so schlimm. Ja. Oh, guck mal, hier ist ein Kaktus, der ist vier hoch. Wer traut sich dagegen zu laufen? Nee, der ist mit so hoch. Lass den mal stehen, der ist cool. So, komm weiter. Weiter. Mensch, also Wüste, Sand haben wir jetzt. Das ist ein Tempel. Ein Schwertraum für Hex privat. Bring mir Chips und Cola. Ach, ja. Zack. Ein Tempel. Gehen wir da rein? Ja, da gehen wir rein. Der ist ja oberflächlich. Du bist auch oberflächlich. Ja, das bin ich. Bist du drinne? So, dann gehen wir weg. Traust dich runterzugehen? Darfst du dich auf die Druckplatte, ne? Boah, traust du dich? Ja. Dann mach. Aber hier an der Seite. Da traue ich mich. So, kannst auch runterkommen. Oh nein! Ich hab gar nicht auf mein Was Herz. Hast du denn gemacht?
Ach, da ist so, bin da. Boah, guck mal, was da für Zeug drin ist. Knochen. Knochen ist ja cool. Ha, ich habe die Goldäpfel mir Gehirne. Eine Diamant-Pferderüstung. Fäden. Smaragde. Ja, und die ganzen Pferderüstungen. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Kannst du noch Zeug einpacken? Ja, zwei Sachen. Ja? Oder? Ja, zwei Sachen. Also ich denke, das Schwarzpulver können wir hier lassen. Die Gehirne lassen wir auch hier. Sand Knochen? Kann ich noch mitnehmen. Kannst du noch Knochen mitnehmen? Zaubertes Buch lesen. Knochen habe ich... Kann ich mitnehmen. Hier sind vier noch in der Truhe. Ja, Knochen nehmen wir mit. So, und wie kommen wir da jetzt wieder hoch? Bauen, ne? Hochbauen, ja. Blau gebrannter Ton. Ich guck mal, was ich hier lasse. Ich lasse mal den Fichtensetzling hier, die Blume, Erde, die Porzellanstädtchen lasse ich auch mal hier. Zuckerrohr auch, das müssen wir nicht mitnehmen. So, dann können wir uns eigentlich hochbauen. Ich habe noch... Ach, guck, ich habe noch Erde. Dann brauche ich keinen Sand verschwenden. Aber ich habe nur 6 Sand. Naja, was soll's. 6 Erde meine ich natürlich. Dann bauen wir uns halt mit Sand hier hoch, ne? Ich komme nicht raus. Danke. Bitte. So, mehr gibt es ja immer in diesen Tempeln nicht, ne? So, ja. Gehen wir wieder raus. Falscher Weg. Ja, hab ich auch gemerkt. Ach, wir müssen noch weiter nach oben, ne? Ach ja. Hier kommen wir raus. So. Da. Ich finde die Tempel immer ziemlich lahm. Muss ich ja mal sagen. So. Oha, das ist cool. Das ist wirklich cool. Was ist denn cool? Mit den Sandsteinen da drin als Muster auch noch. Ja, das sieht schon echt cool aus hier. Jetzt mal gucken, ob wir hier irgendwie hochkommen. Ich komme nicht. Naja, irgendwie schon. Wir müssen uns halt hochbauen. Teilweise. Hey. Tada! Bist du hoch? Ich habe mich nicht hochgebaut. Sehr schön. So. Oh, nur Wüste. Aber guck mal, da hinten wird's grün. Nicht so tief fallen. Das haben wir gerade bei Emmy gesehen, ne? Wollen wir da mal so in die Richtung, wo es grün wird, gehen? Packst du deinen Esel aus, oder? Ja, es wäre, glaube ich, nicht schlecht. Dann kann ich da mal ein paar Sachen reinpacken, ne? Anna ist, glaube ich, schon voll. Naja, Muli hat noch ziemlich viel Platz. Wow. So, Muli, los geht's. Das ist ja geil. Ja, das ist schon cool. So. Wow. Reitest du? Nein? Nee, hier ist eh nichts Besonderes. Okay. Gehen wir zurück ins Wasser? Ich weiß nicht. Ich würde jetzt vielleicht erstmal hier auf dem Land bleiben wollen. Und pack doch mal deinen Esel aus. Dann kannst du da auch ein paar Sachen reinpacken. Ja. Ne. Weil ich habe jetzt wieder relativ viel Platz, dadurch, dass Moody doch einiges tragen kann. Ich habe ein verzaubertes Buch lesen. ist mir noch nie untergekommen. Habe ich jetzt, ich weiß nicht, 2-3 Mal schon gehabt. Seit heute. keine Ahnung, was das ist für eine Verzauberung. Ob die... Ist die aus einem Dings? Mein Buch? Ne, Enchantbuch. Die scheint nicht aus irgendeiner Mod zu sein, diese Verzauberung. Wir gehen aber zurück zum letzten Todespunkt. Ja? Ja. Oh ne, das ist, das wollen wir ja nicht. Zurück ist ja doof. Ne, dann lass uns lieber so in die Richtung hier gehen. Aber dann sind wir wieder mitten in der Wüste, ne? Ah, hast du bestimmt Anna jetzt umsonst ausgepackt. Ja. Das ist echt doof. Ah, ich habe gedacht, es kommt mal wieder was Grünes, weil wir haben nur Wüsten. Eine Wüste an der anderen und ich brauche ja eigentlich Potzol, ne? Boah, ich weiß nicht, wo du bist. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin in der Wüste.
Ich bin im Grün. Bist du da lang? Toll. Nee, weiß ich nicht, wo du bist. Bleib mal stehen. Bei dir sind große Bäume. Was siehst du denn? Bäume. Bäume. Fette Bäume. Oh Gott, beinahe in die Höhle gefallen. Und einen Dingsbiom. Nen? Akazie. Akazienbiom siehst du? Ah ja, da hinten sehe ich auch eins. Ich sehe dich. So. Warum bleibst du denn nicht stehen, wie ich es dir gesagt habe? Weil ich zu dir wollte. Aha, so. Weiter jetzt. Ich sehe dich nicht. Ich dich auch nicht, du stehst halt irgendwo rum. Und du sitzt wahrscheinlich irgendwo. Wahrscheinlich. Vorsicht. So. So. Hier ist dann wieder nur Wasser, ne? Das ist unglaublich. Oder geht's noch weiter? Ich weiß nicht. Also es sieht so aus, als wenn es da noch weiter gehen könnte. Oh, ich habe meine Leinen gerade nicht da. Da. Doch, habe ich doch. Anna? Wo bist du? Schon auf der anderen? Hier ist wieder so ein Dings. So ein was? So ein... Nee, das ist ein Zweierkaktus. So, gucken wir mal. Sind wir jetzt wieder in der richtigen Richtung? Brunnen. Ja, der Brunnen ist egal. Der ist langweilig. Wie richtige Richtung? Also vom Todespunkt weg, ja? Ja, mein Todespunkt ist da hinten. Okay. Kommt schon wieder eine Savanne. Also... Savannen haben's. Also wir haben jetzt hier echt genug, Ich habe 5 Zeugs. Savannen gefunden. Ja, wenn's reicht. Mhm. Aber hier reiten wir einfach durch, ne? Ja, Vorsicht, Schlucht. Höhle. So. Naja, bin ich ja mal gespannt, ob es da nochmal irgendwas anderes gibt oder ob wir dann jetzt dann zurückgehen und, naja, dann halt in den nächsten Parts ein bisschen Pecunias Farm. Schlucht. Und dann halt, Potzel kaufen. Das wäre aber echt doof. Ja, aber es geht nicht weiter. Guck mal, es ist schon wieder Wasser. Lass erstmal weiter mit Wasser, oder? Ja, ich würde sagen, ein kleines bisschen gehen wir noch, oder? Ja, wie viele hast du noch? Steine habe ich noch 4 jetzt. Ich noch 3. So. Du hängst. Du hängst. Okay, ich fahr? Ja. Yay. Wo ich sehe nur dich so überhaupt nicht, also du musst schon... Ich bin pack da. Mir das, ja, pack mir das Boot ins Wasser, das werde ich ja wohl sehen. Was tust du? Irgendwo da ist das Boot, hä? Ich sehe kein Boot. Ha. Ah, flop, da ist es. Kommst du rein? Okay, rein? Ja. Einfach wieder. Einfach wieder reinkommen. Das ist halt, wir decken so viel von der Karte auf, dass. Dass der Server anscheinend ein paar Probleme bekommt. Du stehst hier noch, siehst du das? Egal, los. Ich fahr einfach. Und ich sitze. Fahr einfach. Wird schon passen. Da muss der Server jetzt einfach mal durch. Das ist natürlich Höchstleistung, ne? Wenn der. Kommen wir da durch? Oh Gott. Oh, Emmy, mir wird schlecht. Das ist nur ein hartes Manöver. Du weißt schon, wenn ich mich übergeben muss, ne, dann übergebe ich mich in dein T-Shirt. Hier ist hinten so. Oh Gott. Macht wenigstens Spaß. Ja, Spaß machen tut's. Ui. Oh Gott. Okay, ja. Oh Gott. Was haben wir da? Nur eine Mini-Insel, ne? Mini. Ja, aber siehst auch, die Welt baut sich nicht mehr richtig auf gerade. Also bei mir zumindest.
Bei mir auch nicht. Server scheint tatsächlich nicht so drehen, bitte. Scheint tatsächlich am Ende zu sein. Und mir wird's wirklich schlecht, wenn du dich weiter drehst. Und das ist überhaupt nicht witzig. Wie die Dinger durch meinen Arm gehen, die sich drehen. Ja. Das ist komisch. Ah, guck mal, was ist denn das? Winterbiom. Oh, was Kaltes. Yay. Naja, es ist eher ein Berg, ne? Und kein Winterbiom. Da möchte ich anhalten. Ja, warte. Wenn es was Größeres ist, ne? Ja. Also sollte schon... Wo fährst denn du hin? Ich wollte was gucken. Da können wir laufen. Das ist gut, da können wir schön erstmal wieder ein Stückchen laufen. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank, ich komme aus dem Boot raus. Puh. Feste Boden unter die Füße. Das war sandig. Bei mir auch. Und hart. Ah, toll, jetzt ist das nur so ein Mini-Ding hier. Ah, das war ja klar. Och, nee. Obwohl, geht's da hinten weiter? Nee. Das ist doch nicht wahr. Die ging tief runter. Ja. Das heißt, weiter ins Boot. Oh Gott, oh Gott. Willst du diesmal fahren? Ja, bitte. Das wäre toll. Kannst du ein Boot reinmachen? Aber ich möchte fahren. Ja gut, dann fahr du. Aber nicht drehen, bitte. Das war das letzte Mal, wo ich gedreht habe, hatte ich da zur Mini-Insel geguckt und habe dann auch Du solltest dann schon irgendwann das Boot ins Wasser packen. Geht nicht? Jetzt ist es wieder weg. Es ist wieder weg. Dann müssen wir wieder einen Augenblick warten. Und jetzt kommt wieder Flying in not the neighbor on the server. bei dir ist das Boot da. Nee. Und bei dir habe ich das noch in der Hand. Ich kann ja mal versuchen, meins hinzupacken. Geht auch nicht. Okay, das ist irgendwie doof. Und dann machen wir mal woanders und zwar hier. Da. Ja, jetzt geht's? Ja. Okay. Soll ich dich abholen? Oh, das tat weh. Oh, ich dachte, du warst drin. Warte kurz. Vielleicht musst du das Boot auch einfach zwei an eine Stelle setzen, wo es zwei tief ist. Kann das sein? Vielleicht. Das wäre jetzt, weil jetzt ging das ja, wo du das dahin gepackt hast. Ja. Beim nächsten Stück Land, was wir finden, und wenn das kein Pozzo-Biom ist, gehen wir zurück ins Resort, würde ich sagen. Oder? Ja. Genau. Ich denke, wir haben jetzt genug Landschaft gesehen und nichts an Pozzo. Oh, guck mal, hier ist wieder... Winterzeugs, das ist immer gut. Ich gucke nur jetzt mal außen rum, ob das weitergeht oder nicht. Genau. Weil sonst lohnt es sich da nicht rauf. Theoretisch. Ja, hier gibt's auch keinen Pozzo. Fahren wir weiter. Ah, guck mal, hier ist jetzt ein Akazien, nein, Schwarzeichenbiom. Ja, habe ich gerade gesehen. Ja. Ist das auch ein Biom? Ja, oder? Ja, das ist ein Biom. Sollen wir hier halten? Oder weiterfahren? Das fahr einfach mal weiter, wenn du noch weiterfahren kannst. Boah. Wir können ja mal außen so ein bisschen umzufahren und mal gucken. Ich glaube, mit dem Boot sind wir jetzt dann doch recht einiges schneller. Nee, das... Schwarzeichenbiom brauchen wir eigentlich nicht. Das Ding ist, ich weiß auch nicht ganz genau, wo das Pozzo-Biom auftaucht. Das ist relativ selten. Ich weiß, dass Fichten da drinne wachsen. Mehr weiß ich aber auch nicht. Ich weiß, dass da auch immer grobe Erde. Genau, genau. Und so ist. Und ich war der Meinung, dass es ein relativ kaltes Biom ist. Ja, so kalt zwischen warm so. Ja, also nicht ne, also nicht schon Winter, so, sondern so genau, kurz vor genau. Winter. Genau. Ich nehme mal die Abkürzung. Ja, aber da scheint ja nichts weiter zu sein, leider, ne? Mhm. Dann würde ich sagen, halten wir jetzt gleich mal an und gehen zurück ins Resort. Dann müssen wir halt Potsriff kaufen gehen. Ist dann so.
Bist draußen? Ja. Dann stelle ich das Boot nochmal richtig ab, dass ich es auch abbauen kann und dann sofort... Was machst du da? Das sieht interessant aus. Tada! Ich habe eingeparkt. So, dann würde ich sagen, porten wir uns. Ich porte mich zum Transporter zurück. Transporter? Ich... Und du portest dich einfach zu mir. Jo. Soll ich dich eben holen? Nee. Nee? Nee? Nö. Nö, ich soll sie nicht holen. So. Dann können wir nämlich hier... Der Erste hier... beim Transporter. Erster. Ich bin aber zuerst. Nee, das hieß. Nee, nur beim Transporter, nicht im Resort. Ich war aber beim Transporter zuerst, nicht bei dem. Klar. Mann. So. Hallo Muli. Na, auch wieder da. So, dann können wir mal unser ganzes Zeug auspacken gehen. Ich bin schneller. Ich lasse das in Muli. Ich habe irgendwie das Gefühl, mein Inventar ist viel leerer wie vorhin. Zeig mal. Ich habe jetzt auch alles bei mir in der Tasche, aber es ist irgendwie weniger. Wenn ich das alles aus Annabella hole, was da nicht rein soll, dann ist meins ja voll. So, dann kommt ihr erstmal hier rein. Manu. Mann. Das war lustig. So. Kopfdecken. Zack. Naja, dann müssen wir halt im nächsten Part Pecunias farmen, ne? Ja. Und Dings holen. Zack. Eingeräumt. Boot. Boot tun wir hier rein. Da, die Verzauberung gelesen. Da muss ich nochmal schauen, was das mit auf sich hat. Wo tun wir Boot rein? Da. Ja, einfach hier in diese hier. Und wo tun wir diese Eisenrüstung rein? Die ist eigentlich im Futterhaus. Kannst du hier mal in diese Kiste packen, wo wir eh schon unser ganzes Zeug drin haben. Genau. Bringen wir dann mal weg. Ja. Aber jetzt wollen wir erstmal den Part beenden und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten. Also bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.